Hallihallo, heute am 29. Juli 2020. Ich befinde mich hier wieder im Obergeschoss und es ist diesmal grau. Der Stahl ist hier nicht mehr zu sehen. Hier wurde eben betoniert heute am Vormittag. Man kann es da hinten noch sehen. Es gibt schon noch ein paar Stellen, wo es eben sehr nass wirkt und auch nass noch ist. Deswegen werde ich jetzt hier keine große Begehung machen. Ich stehe hier wirklich am äußersten Rand. Die Stelle hier ist trocken. Da habe ich vorher erst mal geschaut, ob ich hier nicht im Beton noch versinke. Und ja, das Schöne ist, es geht jetzt hier quasi in großer Taktung weiter. Wir machen hier jetzt echt jeden Tag Fortschritte. Morgen sollen hier schon wieder die Materialien deponiert werden und dann geht es auch hier mit den Mauerarbeiten weiter. Man kann sehen, die ganzen Kabel und Leerrohre, die sind jetzt halt in großen Teilen verschwunden. Jetzt kommen halt nur noch an verschiedensten Stellen eben die Leerrohre aus dem Boden heraus. Und wie die verlaufen, das sieht man jetzt gar nicht mehr. Eine Sache, die auch noch direkt eingearbeitet worden ist hier an den Ecken, an den vier Haus Ecken zu sehen. Das sind solche großen Stahlstangen, die wurden hier im Boden eingearbeitet, sind hier so ein bisschen temporär fixiert und die werden sich wirklich in der Außenmauer in der Ecke befinden. Und das ist eben Teil der Ringankerkonstruktion, damit hier die seitlich wirkenden Kräfte des Dachstuhls und Winde und keine Ahnung, was da alles noch so wirkt, besser verteilt werden über den ganzen Korpus des Hauses. Und das muss man anscheinend jetzt schon hier oben oder hier unten einarbeiten. Ich dachte, das findet nur im oberen Teil des nächsten dieses Obergeschosses statt, aber scheinbar zieht sich diese Stange hier über die ganze Geschosshöhe. Ansonsten hier nochmal so ein kurzer Schwenk über die gesamte Geschossdecke. Wie gesagt, im Vergleich zum letzten Mal halt grau. Das letzte Mal war hier eine Menge Eisen eingearbeitet. Das ist hier halt eben so durchgeschimmert. Mittlerweile ist hier jetzt alles grau. Insbesondere an dieser einen Stelle hier ist eben noch sehr viel Wasser, eine Art Pfütze zu sehen, das an der Oberfläche sich befindet. Deswegen traue ich der Sache noch nicht so ganz und bewege mich jetzt hier noch nicht so ganz frei und möchte halt hier nicht meine Fußabdrücke verewigen. Das hole ich dann morgen oder so entsprechend nach. Auch im unteren Bereich ist viel passiert. Das zeige ich euch im Folgenden. Und auch hier oben sieht man nochmal diesen Stahlüberzug. Hier schauen jetzt eben diese Stahlkäfige aus dem Boden heraus. Und auch das wird dann nachher nochmal eingeschaltet und in einem zweiten Schritt nochmal betoniert werden. Und auf diese dann betonierte Teilmauer, Teilwand wird dann eben weiter gemauert werden. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss, beziehungsweise im Eingangsbereich eben. Über mir wurde ja betoniert. Dass die Betondecken, die Filigrandecken sind nach wie vor eben abgestützt. So viel hat sie jetzt hier im Erdgeschoss nicht getan, was ich interessant finde. Und ich habe hier noch keine Erklärung. Ein Teil dieser Fugen, die sich zwischen den einzelnen Elementen eben befindet, wurde mit Bauschaum verfüllt, so wie jetzt hier zum Beispiel. Zur Außenwand hin wurden oft solche Kantwälzer eingesetzt, dass da kein Beton austritt. Hier aber zum Beispiel, das ist jetzt das Gäste-WC, kann man dieses Kantholz hier sehen, dass da kein Beton austritt. Ich glaube, die Filigrandecke lag sogar noch nicht mal an der Außenwand selbst auch an der Stelle, sondern hatte da leicht Luft und Spiel. Vielleicht hat man deswegen sich für das Kantholz hier entschieden. Aber interessanterweise hat man nicht jede Fuge hier wirklich mit Bauschaum verfüllt. Also man kann es hier sehen, hier ist eine Fuge und da ist eigentlich auch kein Beton durchgedrungen. Wenn man genau in die Fuge schaut, kann man das leicht erahnen. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt kein Beton ausgetreten. Und wenn man sich hier eben dafür entschieden hat, das mit Bauschaum zu verfüllen, ich kann es aktuell, also ich weiß nicht genau, ob das vielleicht von der Größe der Fuge abhängt oder wovon man das abhängig macht. Ansonsten ist ja hier noch die Küche bzw. halt diese Abstellkammer, Speisekammer. Und hier kommen ja all die Leerrohre an. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Also auch hier hat das größtenteils dicht gehalten. Wir hatten ja hier das mit dem Styroporblock eben oben abgedichtet und mit einer Menge Bauschaum drumherum die Fugen verfüllt eben. Ein bisschen Beton ist hier unten eingetreten, das lässt sich dann aber ganz leicht eben abkratzen bzw. halt abschlagen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Und insofern bin ich guter Dinge, dass man das auch hier sauber nachher installieren kann oder halt sauber montieren kann dann. Ein weiteres ganz interessantes Detail ist hier die Baugrube. Da hinten befinden sich ja die zwei Fenster. Da hat man eben schon aufgefüllt und diese Rohre verlegt und so weiter. Vom Niveau her befindet man sich da gute 1,5–2 Meter höher als jetzt an der Stelle noch. Hier ist wirklich noch das ursprüngliche Niveau. Man sieht auch da noch die Perimeterdämmung der Bodenplatte selbst. Man sieht den Ringerder hier ansatzweise, beziehungsweise auch in dieser Ecke. Und man sieht halt vor allem auch eine Menge Beton. Scheinbar ist das eben so bei den Betonierarbeiten, da bleibt ja immer ein bisschen übrig. Man bestellt da in der Regel zu viel. Und ja, das lässt sich eben nicht wieder zurücktransportieren. Man muss das irgendwie verarbeiten und man kippt das halt ganz gerne irgendwie hier mit in die Baugrube, verschüttet das nachher, dann ist das hier aus dem Sinn und man ist den Beton los. Ich stehe jetzt hier unten an der Zisterne, beziehungsweise an der Hausecke eben, wo sich auch die Zisterne befindet. Und auch hier unten hat sich eben heute im Laufe des Tages ein bisschen was getan.
Hier wurde ja schon aufgeschüttet und verdichtet. Und zumindest auf dieser Hausseite befindet sich das jetzt vom Niveau her fast schon auf dem Ausgangsniveau. Man kann sehen, vielleicht ein Dreiviertel Meter, Meter fehlt hier noch. Aber man kann jetzt hier sich im Großen und Ganzen eben schon, könnte man schon hier ins Erdgeschoss hineintreten. Hier fällt es noch ein bisschen ab. Aber hier wurden eben Tiefbaurohre verlegt. Die schimmern da vorne an der Hausecke, kann man sehen. Hier über die ganze Länge befinden sich halt diverse Rohre. Das ist jetzt die Entwässerung der Lichthöfe. Unten drunter gibt es nochmal Rohre für das Schmutzwasser, die dann im Keller eben angeschlossen sind, die dann auch direkt abgeleitet werden Richtung Stadt. Und auch die Entwässerung, die kann man hier eben sehen, die geht hier ums Eck. Das sind eben ganz normale Abflussrohre, ich glaube 100 mm, 10 cm im Durchmesser. Und hier liegt es eben noch offen, man kann sehen, da wurde so ein bisschen ein Graben dafür ausgehoben oder angelegt, damit die halt schön liegen, dass die auch vom Gefälle her richtig verlaufen. Und an den Fenstern jeweils, beziehungsweise hier vorbereitet, ist halt dann schon die Entwässerung selbst. Da wird später, wenn das hier jetzt dann irgendwie die Außenanlage dann fällig wird, muss man sich halt überlegen, wie man das Ganze verschüttet. Hier muss man ja ein bisschen eine Aussparung lassen wegen Licht und Sonne. Gegebenenfalls haben wir uns auch überlegt, hier diese ganze Fläche eben ein bisschen zu verändern und zu vertiefen, aber das ist dann ein Problem für wann anders. Jedenfalls liegen die Rohre hier und sind schon vorbereitet. Ich stehe jetzt hier aktuell am Kranplatz, also hier ist der Kran selbst eben aufgebaut. Hinter mir befindet sich ja so ein Erdhaufen oder befand sich, also ein Teil davon gibt es natürlich immer noch, aber gut ein Drittel oder die Hälfte oder so wurde mittlerweile hier schon verarbeitet. Mit dem Material schließt man halt wieder die Baugrube, zumindest in Teilen. Das kann man hier jetzt ganz gut sehen und auch hier eben, das ist jetzt noch nicht so ganz plan und eben, wie es eben ursprünglich mal war. Mit dem Bagger wird das halt jetzt hier, das Material in die Baugrube gegeben. Unten drunter befindet sich hier Kies, das wurde eben noch antransportiert, einfach um die Rohre zu schützen und hier ordentlich eben ordentliches Material zu haben. Dann muss man eben verdichtbares Material verwenden, also auch die Erde hier wird nochmal verdichtet und nur in den oberen Schichten kann man jetzt wirklich diesen Aushub selbst eben benutzen zum Verschließen der Baugrube und dementsprechend muss man hier tatsächlich auch Material anfahren, obwohl man hier einen riesigen Erdhaufen auf dem Grundstück hat. Sei es drum, auch das Kapitel ist demnächst dann abgeschlossen und für heute soll es das gewesen sein. Bis dann!